der Pietro Ferrero Senior, der am 2.3.1949 gestorben ist. Das heißt, er ist auch schon gemeinfrei. Und er war ein italienischer Konditor und Unternehmer und gründete 1946 die Firma Ferrero. Das ist ja alles von Ferrero. Ferrero Prestige zum Beispiel. Wäre gut, oder? Und von Raffaello. Ist Raffaello von Ferrero? Ja. Also Edwin Bär ist in Küsnacht gestorben, 1949. Kennen Sie den? Entschuldigung? Edwin, den Edwin Bär. Edwin Bär? Das ja. Ist ein Herr, ein Marx hier, oder was? Nee, eine Molkerei, Käserei. Und dann hat er in Wollhusen geistliche Söhne. Und dort hat er sich auch einbürgern lassen, war ein Deutscher eigentlich. Ja. Und jetzt sucht er die, also große Molkerei in der Schweiz. Bär, habt ihr keinen Käse? Firma Bär. Firma Bär. Camembert. Das ist das Einzige, was ich kann. Camembert von Bär. Wir haben keinen Käse von ihm, aber Gop hat einfach den, das weiß ich. Der ist auch in der Schweiz. Wir haben den gefunden. Camembert von der Firma Bär. Vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Ja. Gerade gefunden. Oversport, ja, brauchen wir unbedingt. Und zwar der Gründer von der Firma Wander, Albert Wander, ist am 22.11.1950 gestorben, 1950 in Lugano. Und er hat die Firma Wander gegründet und damit auch die Obermaltine. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit da. Ja. Sehr wertvoll und sehr nahrhafte Ernährung, auch aus der Frühstückskultur, des, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja? Da wurden solche Dinge erfunden, nämlich malzhältige, gesunde Frühstücksschokoriegel im Sonderangebot, 50. Weil der Wander, der ist, das war er, der hat das erfunden und der ist jetzt vor genau vor 70 Jahren gestorben. Jetzt muss ich alles, was von Wander gibt. Schokolade ist Papier. Hast du auch noch Schokolade? Ja. Obermaltine Schokolade. 30%. Ja. Gleich eine 10er-Packung. Nein. 6er-Packung, passt, ja. Okay, super. Das andere gibt's hier keine. Obermaltine Kekse, gut. Nochmal Kekse. Crunchy Biscuit. Sehr schön. Was ist denn da drinnen? Mit Obermaltine. Aber in der Obermaltine, aus was besteht denn die? Das weiß man nicht. Obermaltine, Gerstenmalzextrakt, Magermilch, Bitterfinger. Alles klar, Ballenfett. Da haben, hast du ja auch welche ohne Ballenfett. Da haben sie, habe ich jetzt wieder. Ja, das ist das Original, oder? Steht auch drauf. Geheim, nicht weitersagen. Geheim nicht weitersagen. Und die Zutaten hin. Ja, steht da. Ah. Geheim nicht weitersagen und die Zutaten drauf. Aber müsste man natürlich wissen, von was wie viel, oder? Das brauchen wir unbedingt da. Das ist so die Originalpackung. So kenne ich es von früher. Sie kennen das wahrscheinlich nicht, die alten hier. 25. Ja, eben so, ja. Ja, ja. Ja. Was? 33. Na ja, gut. Ja. Albert Wander ist ja 1950 gestorben, das heißt seit 2021 ist alles gemeinfrei. Das heißt, das Rezept darf man frei nachmachen. Ja. Das wollen wir jetzt eigentlich. Wir wollen es in Deutschland machen, eine eigene Obermaltine rausbringen, die gleich schmeckt mit demselben Rezept. Einen Moment Zeit, weil jetzt sind Sie schon sensibilisiert dafür, oder? Wir brauchen noch etwas. Nämlich? Was? Der Overox. Was? Die Overox. Die Overox unbedingt, ja. Wie laufen die? Können sie laufen? Nein. Wir verkaufen sie sehr gut, nicht laufen. Ach so. Bei uns sagt man das, wenn du das verkauft wird. Die laufen sehr gut. Die laufen sehr gut. Das sind die zwei. Ah, das sind die Overrocks, ja? Nein, das ist ein Brotaufstrich. Overrocks ist Schokolade. Brotaufstrich haben wir auch. Aber die verkaufen wir sehr, sehr gut. Haben Sie gewusst, dass im selben Jahr der Pietro Ferrero Senior gestorben ist? Auch 1950. Deswegen haben wir den ganzen Wagen auch schon voll. Mit Nutella. Ah, da werden wir schon, ja? Wir sind im selben Jahr gestorben. Noch von Ferrero. Schokolade haben sie ganz viel. Schokolade hinten. Und jetzt brauche ich noch Kellogg's. Das ist gerade da vorne. Oh, ah. Oh. Das ist Kellogg's.
Alles Kellogg's. Ja. Ja. Das ist nämlich der Kellogg's Cornflakes, ist 1951 gestorben. Der Will. Ah, der Will, ja. Okay. Kennen Sie den? Nein. Ja, der Will County. Das heißt, ab diesem Jahr sind alle Cornflakes frei. Hi. Nein. Und dann auch die Nutella. Noch vor 70 Jahren. Also ich suche jetzt einen Braunrasierer, Max Braun, 1951 gestorben. Und wir von der Braun AG Zürich versuchen jetzt einen Braunrasierer zu kaufen. Hier beim Diplom-Ingenieur Fust. Also das erste Modell ist von 1951, ja, der erste Rasierer, den er gebaut hat, oder? Und jetzt suche ich den Series 9, ja, Braun Series 9, und zwar mit so Powerbank. Da haben wir es schon. Das ist aus dem Jahre 1984, Series 9, hat es irgendwo? Series 6, Series 9, da haben wir neues. Das ist schon mal gut. Die Packung ist ein bisschen angebrochen da. Ja. Wer holt mir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, brauche überhaupt keinen Braunrasierer. Ich mich auch rasieren? Ja, können natürlich. Sich Frauen auch rasieren? Ich glaube, ja. Mit dem Series 9, da kannst du Familien bis zu 9 Teilnehmern kannst du da rasieren. Ja. Gleichzeitig. Da haben wir ihn, danke. Ja, ich habe nur 10 Franken dabei. Reicht das? Ich habe nur 10 Franken dabei, reicht das? Nee. Was kostet der? Moment. 269,90. 269? 269,90. Public Domain Rabatt hat es. Den Public Domain Rabatt. Was sein? Nein, dann gibt es nicht, okay? Ja. Nee, ist okay. Also dann haben wir. Wir sind da jetzt beim Dosenbach und jetzt schauen wir da, ob es Salamander, Puma oder Fasanschuhe gibt, weil die hat der Rudolf Moos erfunden, der 1951 gestorben ist. Sie arbeitet nicht da. So, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Neue Schuhe. Salamanderschuhe haben Sie nicht? Nein, leider nicht. Fasan? Sagt mir gar nicht. Müsste sie schon mal im Ochsenschuh sein, wie wieder unerhört. Ochs, ne? Genau. Hat's nicht. Salamanderschuhe hat's nicht. Das ist das Salamander-Symbol. Weißt du das schon mal gesehen? Ja, genau, Salamander. Ich weiß, was Sie meinen, aber das haben wir nicht. Habt ihr nicht. Ochsner ist unten. Genau, eins weiter. Wird aber Ochsner-Schuhs. Ochsner-Schuhs. Ochsner-Schuhs und wir suchen Salamanderschuhe. Ich suche einen Salamanderschuh. Einen Salamanderschuh. Sie finden nicht. Okay. Ja, und ich suche Salamanderschuhe. Was ist mit Salamanderschuhe? Also, die Marke ist die Marke, ja. Haben wir nicht. Haben Sie nicht? Nein. Wo gibt es die? Da im Center selber könnte es vielleicht sein, beim Obsten Sport oder dem Dosenbach. Ja, wir sind hier vor Walder Junior. Das war das Einzige, was wir heute gerade gefunden haben. Und die Salamanderschuhe wurden gegründet, die Firma wurde gegründet von Rudolf Moos. Also er hat die Marke erfunden, die Marke Salamander. Auch Puma und Fasan. Puma hatte aber nichts zu tun mit der jetzigen, heutigen Firma Puma, egal. Rudolf Moos, der ist 1951 gestorben, hat die Marke gegründet. Ja. Ja. Ich suche Salamanderschuhe. Salamanderschuhe. Ja, haben wir nicht. Habt ihr nicht? Nein. Wieso nicht? Wir sind jetzt hier vor dem Hairstylist der Pierre. Und der macht Haarkunst da in Zürich. Und wir sind deswegen bei ihm, weil 1906 der Karl Ludwig Nessler die Dauerwelle erfunden hat. Und er ist 1951 gestorben. Und wir versuchen jetzt, einen Kopfhörer zu finden, der mir eine Dauerwelle macht. Okay? Okay. Gut. Ja, ja, ja. Okay. Hallo, wie kann ich euch helfen? Schön, dass wir da bei dir reinkommen dürfen. Mhm. Kennst du den da? Jemanden, der wie mir eine Dauerwelle macht. Mhm. Das wird schwierig, ne? Ja. Nochmal mindestens 5 cm sollten die Haare schon sein. 5 sollten sein, okay. Ja, genau, richtig. Ja. Aber am Bart vielleicht können wir eine Dauerwelle machen. Kann man das machen? Wenn die 5 cm lang sind, dann schon. Noch nicht. Bestimmt. Ah, okay, da musst du auch ein bisschen wachsen lassen. Ich habe mir extra einen Rasierer gekauft, ja, okay. Von Max Braun. Aha, okay. Ja, der ist auch vor 70 Jahren gestorben. Ah ja, okay, ja, alles klar. Siehst, und wir suchen Menschen, die... Bis heute im Trend, tatsächlich. Ne? Mehr denn je, mehr denn je. Mehr denn je. Ja, ja, also immer jede wieder. Woche bei
jungen Männern vor allem, ne, machen wir wieder viele Dauerwellen. So in der Art quasi machen wir wirklich oben jetzt wieder die Dauerwellen und das jede Woche. Ne? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Krass. Ja, ja. Ja, vielleicht. Das machen jetzt mehr Männer wie Frauen tatsächlich. Super. Also, das ist der Bier von Bier. Hermann ist mein Hermann von Bier. Genau, richtig. Ne? Okay. Ich habe die Kasse nebenan schon aufgestellt. Kein Problem, alles gut. Ein gutes neues Jahr.